und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mal was komplett Neues, was ganz anderes, was aber, glaube ich, schon einige interessieren wird, denn es ist wirklich auch extrem viel Leidenschaft bei diesem, ich nenne es jetzt mal Gefährt. Vorab schon mal, es ist ein V8. Es wird schon mal einige hellhören lassen. Ich will aber nicht zu viel verraten. Der Gute ist aber letzten Freitag auf unserem Event auf der Messe zu mir gekommen und hat sein Fahrzeug bei mir mal vorgestellt. Ich kannte das schon so ein bisschen, war allerdings sowas von geflasht, dass ich euch das unbedingt zeigen muss. Also, lasst euch überraschen. Ihr bekommt jetzt erstmal einen kleinen Porn und dann gehen wir ins Detail. So, und jetzt geht's richtig los. Als erstes stelle ich euch Rufen vor. Hallo Rufen. Moin Philipp. Ihr habt ein Abschleppunternehmen in Familie, ne? Genau, wir sind ein Familienunternehmen. Ich habe, glaube ich, im Fernsehen auch schon mal was gesehen. Ja, wir haben bei D-Max A2 Autobahn mitgemacht. Ja, ja. Und hin und wieder mal bei KW1 Achtung Kontrolle. Und die Lokalen sind halt auch manchmal da. Irgendwie rutscht man da so rein und dann... Normalerweise sind wir ja Autoschrauber hier. So, jetzt kamst du über letzten Freitag bei unserem Treffen auf uns zu und hast mir das Teil mal vorgestellt und ich fand das so beeindruckend, weil es einfach mal komplett was anderes ist, dass ich mir unbedingt dachte, das müssen wir mal vorstellen. Erstmal vorweg, das ist ja für dich eigentlich ein Nutzfahrzeug, ein Arbeitsgerät. Ja, das ist ein ganz normales Nutzfahrzeug eigentlich, aber ich bin mehr an der Arbeit als zu Hause, ne? Und da muss man es natürlich auch schön haben und Spaß an der Sache, sage ich mal so. Und dann ist das halt ein bisschen ausgeartet. Das heißt, wie viele Stunden pro Tag verbringst du hier normalerweise drin? Ja, in dem LKW ist halt immer unterschiedlich, wie die Aufträge reinkommen, aber eigentlich morgens um 6, 7 aufstehen und dann abends irgendwann nach Hause und dann halt mit den verschiedenen Fahrzeugen nach Aufträgen unterwegs sein. Und dann muss man natürlich auch Spaß daran haben. Und deswegen ist für dich so ein LKW auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, wohnlicher als ein normales Auto wahrscheinlich, ne? Das auf jeden Fall. Also ich habe selber gar kein Auto. Wenn ich mal ein PKW brauche, nehme ich einen Pannenwagen oder ein Auto aus der Vermietung. Und ich bin auch so, ich fahre auch mit dem LKW einkaufen, weil ich habe den LKW eh dabei, jetzt nicht den immer, aber ein normales Plateau für PKW abschleppen. Wo ist für dich der große Unterschied zwischen einem LKW und einem PKW? Wie ist diese Leidenschaft entstanden? Ist das rein nur, weil das halt euer Beruf ist oder war das bei dir schon immer so, dass du lieber LKWs nutzt? Ja, ich bin halt in der Firma quasi groß geworden, da reingewachsen und habe dann auch LKW-Mechatroniker gelernt. Man hat halt viel mehr Platz als beim PKW-Schrauben, ne? Das stimmt allerdings. Es gibt so viele Staumöglichkeiten in einem Ding, aber da kommen wir später drauf. Da war ich selber überrascht. Vor allen Dingen, theoretisch kann man das Ding so, wie es hier ist, nehmen zum Event fahren und wir hätten tatsächlich alles dabei. Als allererstes stell doch einmal kurz dein Scania vor. Ja, das ist jetzt ein Scania R620, 620 PS, V8, 15,7 Liter Hubraum und 3000 Newtonmeter. Also es ist schon ein kleines Kraftpaket. Männlich. V8, ich nehme an Diesel. Genau. Turbolader? Muss. Ist das dann Single-Turbo oder haben die zwei? Nee, das ist noch Single-Turbo. Single-Turbo, ein fetter Lader auf dem V8 drauf, ne? Genau. Was wiegt das Ding? So wie er jetzt hier steht, ausgestattet 22 Tonnen. Was darf das Ding laden? Alles, was auf der Autobahn stehen bleibt, ziehe ich damit auch weg. Also mit dem jetzt, das höchste waren jetzt 65 Tonnen Gesamtgewicht hinten hinter. 65 Tonnen? Ja. Also kompletter Zug dann über 85 Tonnen in Summe so, ne? Ich habe den in Nordheim aus der Baustelle geholt und dann nach Hannover abgeschleppt und ohne Probleme. Wie ist das bei so einem Fall dann? Koppelst du dann dein Zugfahrzeug bremsenmäßig irgendwie an den LKW, den hinten dran hängst oder bremst du komplett auch den LKW hinter dir? Ja, wir machen es meistens so dann, dass wir auf dem Auflieger eine Bremse mit drauflegen, damit man halt die komplette Last nicht hat. Was für ein Getriebe ist da drin? Das ist ein Optikrußgetriebe, das heißt ein automatisiertes Schaltgetriebe, bei dem noch mit Kupplungspedal. Das macht es halt im Rangieren und im Anfahren angenehmer, als wenn du ein komplett automatisiertes Schaltgetriebe hast. Kann aber auch automatisch anfahren oder dann nur über das Pedal? Nee, also anfahren und anhalten nur über das Pedal und alles, was danach kommt, schaltet er komplett selbstständig. Oder schaltest ihn auf manuell, dann kannst du ihn auch selber schalten. Ja, der ist auch nicht original, nehme ich an, ne? Den kennt man ja sonst eher so aus Australien. Ja, das ist so Optik und auch gewollt dann halt in Blau, dass er halt raussticht. Ja, weil so Farbe in Farbe, so gelb ist immer so dezent. Eine Frage habe ich noch auf jeden Fall. Wie ist das mit Verbrauch bei so einem Ding? Also ich fahre jetzt bei 34 bis 38 Liter auf 100. Unbeladen? Ja, im Misch-
Mischkalkulation. Wenn ich jetzt natürlich richtig Last habe und dann hoch runter, dann nimmt er sich auch seine 45, 50 Liter. Mhm. Aber wenn man den einigermaßen entspannt fährt, dann liegt man so Mitte 30 Liter. Geht da sogar noch fast. sind die begrenzt oder ist der theoretisch offen? Von der Geschwindigkeit? Der ist natürlich bei 89 begrenzt. Okay, verstehe. Wie schnell darfst du damit fahren, wenn deine Anhängelast hinten dran ist? 80. Auch 80 sogar. Okay, wenn du natürlich mit 85 Tonnen mit 80 dann durch die Gegend fährst, ist ja schon gut. Machen die Schwertransporte auch. Ne? Wenn man das teilweise sieht, so ein Schwertransport mit einem Trafohaus für eine Windanlage mit Tieflader, Zugmaschine liegt so ungefähr zwischen 100 und 120 Tonnen. Mhm. Wenn das ein großes Trafohaus ist. Also das ist schon... So, wir fangen mal an mit den technischen Veränderungen an diesem, ich nenne es jetzt mal Fahrzeug. Was hast du denn hier, also erstmal, wie lange hast du den schon? Wir haben den letztes Jahr im Juni auf der Abschleppmesse in Kassel übernommen. Das Fahrgestell war gebraucht, wurde komplett überarbeitet und der Aufbau wurde auch letztes Jahr dann neu raufgesetzt. Also quasi, der Aufbau war jungfräulich, das Auto nicht. Klingt immer so, als wenn das so ein kleines Auto wäre, wo man einfach mal so ein bisschen Innenraum neu macht oder den Rest neu macht, ne? Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Das Scania-Zeichen ist zum Beispiel auch in Chrom gewesen, wie hier. Mhm. Die muss ich noch abbauen und lackieren, weil das klappt von der Folie nicht. Jetzt ist das Scania foliert in Reflexfolie, genauso. So kleine Details, die eigentlich keiner sieht. Mhm. Alles halt in Reflexfolie. Ganz wichtig, halt V8. Rausstrich, ja, genau. Gut, dann können wir auch so machen. Das habe ich schon gelernt. Das ist für die Lkw-Fahrer ist quasi immer V8 so das Wichtigste eigentlich. Ne? Schwierig zu sagen. Ne? Der eine liebt halt sein Scania V8, der andere sagt, er will nur Mercedes fahren, MAN fahren. Das sind halt alles so wie beim Pkw. Also jeder hat da so sein eigenes. Aber V8 gibt es nur von Scania? Genau, Scania ist im Moment der letzte Hersteller auf dem europäischen Markt, der halt noch V8 baut. Erstmal habe ich gelernt, der Herr steigt hier niemals mit Schuhen ein. Egal bei Wind und Wetter, immer Schuhe ausziehen. So muss das. Und jetzt zeige ich euch mal warum. Das ist nämlich alles frisch beledert hier. Vor allem, ich sehe gerade auch die ganze Decke und so auch alles, ne? Ja, halbe Sachen gehen ja nicht. Ist das rein nur eine optische Sache oder auch eine akustische Sache, dass es dadurch da drin leiser wird? Na gut, dadurch, dass das Fahrzeug ursprünglich in Norwegen lief, hat er schon eine Thermohütte quasi drauf. Wenn man die Scheiben anguckt, die Scheiben sind gefühlt 3-4 cm dick. Mhm. Eine Thermoverglasung. Der ist komplett mit zusätzlichem Dämmstoff, halt für die kalten Länder. Und jetzt durch das Leder ist es natürlich so, also er ist schon ziemlich ruhig innen. Ja, ja. Aber letztendlich war es halt einfach eine optische Sache. Und was ich halt so beachtlich finde, ist, bei einem Fernfahrer, der wirklich in dem Ding lebt, würde ich es ja noch mehr verstehen. So. Aber du bist ja eigentlich nur bei uns im Umkreis von Hannover unterwegs, ne? Ja, so, aber genau das, finde ich, macht das halt eben aus, weil wir versuchen immer wirklich so Leute mit Leidenschaft in Tuning und so weiter zu bringen, ne? Und das ist ja definitiv auch eine extreme Leidenschaft, so, ne? Das auf jeden Fall. Also das ist so, ich habe halt das Glück, dass meine Freundin da auch voll mitzieht und die teilweise pingeliger noch ist als ich. Wenn ich den wasche, dann ist alles gut, aber wenn jetzt zum Beispiel der Azubi den wäscht, dann geht sie hinterher rum und findet überall Sachen, die ihr nicht passen. Das ist ganz schlimm. Thema Waschen, ich vermute mal Handwäsche? Ja, eigentlich immer Handwäsche. Vor allem, das sind ja ein paar Quadratmeter, die du da waschen musst, ne? Ja, da hast du ein bisschen was zu tun. Wie oft wäscht man so einen LKW? Oder wie oft wäschst du deinen LKW? Das kommt immer ganz drauf an. Jetzt im Sommer natürlich mit dem Fliegen, ne? Ist sehr anstrengend dann. Da hast du, wenn ich jetzt von Lehrte losfahre, in Garbsen einen Anhänger wieder nach Lehrte fahre, dann sieht der vorne schon wieder aus wie ein Friedhof für Fliegen. Aber wenn du damit im Regen fährst, wird der auch genauso dreckig, wie so ein Auto ist, wenn man da im Regen durchgefahren ist? Oder der wird dreckiger. Noch dreckiger? Also wenn ich jetzt durch den Regen fahre, vorne geht's noch, weil er die Spritzschutzkanten dran hat. Aber nach hinten wirbelt er halt den Dreck nach oben hoch. Und deswegen im Winter ist es meistens so, wenn ich unterwegs war, gleich rein in eine Firma, einmal abdampfen, weil solange es noch feucht ist, geht's ab und du musst dich nicht quälen. Ne? Das heißt, das hört sich so an, als wenn das Ding täglich fast wäscht. Ja, täglich würde ich jetzt nicht sagen, aber... Jetzt weiter. So wie es passt. Ne? Ich muss ja auch noch ein bisschen was anderes machen. Ne? War der gelb oder habt ihr den komplett gelb lackiert? Nee, vorher war er grün metallic. Aber da, wo wir den her haben aus Holland von dem Aufbauhersteller, der hat ihn dann komplett gelb lackiert. Ist das theoretisch für euch als Abschlepper Pflicht oder ist das freiwillig, dass solche Abschleppfahrzeuge meistens eher gelb sind? Es ist irgendwie so über die Jahre bei den meisten so gekommen, dass die alle gelb sind. Also die Farbe ist rein theoretisch egal. Theoretisch egal.
Und wir haben jetzt halt gesagt, das Gelb mit dem Blau, das ist jetzt so das, was uns wiedererkennen lässt. Und das haben wir vom kleinen Schleppwagen, vom Pannenwagen jetzt über die LKW-Schleppwagen halt, ziehen wir das jetzt durch mit der neuen Beschriftung in dem Gelb-Blau. Auch mit dem Straßennetz, das sind so Sachen, die Leute halt sich einprägen. Du hast jetzt hier den Hubarm. Dieser dezente Stahlkoloss. Wahrscheinlich genau. Allein das Ding wiegt wahrscheinlich schon 1-2 Tonnen. Ne? Ich habe es noch nicht abgehabt. Also ich weiß, ich kann es dir nicht sagen, wie viel es wiegt. Aber wenn du jetzt einen LKW hast, der halt stehen geblieben ist, klappst du den Unterarm quasi runter und damit schleppst du dann halt die LKWs in eine Abschleppösen. Wenn der LKW technisch gesehen 2 Abschleppösen vorne hat, gibt es Adapter für jeden LKW-Typ und dann ziehst du den quasi ohne Lenkradschloss hinterher, als wenn er selber fahren würde. Ah, und der schafft das trotzdem so, die Spur zu halten und genau. Also das System... Muss dann aber einer im LKW drin sitzen? Nein. Auch nicht? Das ist komplett Lenkradschloss raus. Also bevor ich den LKW hatte, weil da haben wir das System dann das erste Mal mitgenommen. Und das kann doch nicht passieren, dass er auf einmal einlenkt und abbiegen will? Nein. Das würdest du wahrscheinlich vorne nicht mehr merken, ne? So viel, ja, so viel kommt Bums drauf an, wie viel hinten dran hängt. Ne? Also wie gesagt, man kann immer nicht dran glauben, aber wenn man das erste Mal mitgefahren ist, das ist schon... Das sieht aber so aus, als wenn du diesen Arm theoretisch auch hochheben kannst, ne? Ich kann den Arm quasi... Ja, ungefähr 3 Meter vom Boden hoch. 3 Meter? Ja, du hast einmal den normalen Hubzylinder, das Doppelteleskop. Der ist jetzt einmal austeleskopiert. Und dann hast du nochmal einen sogenannten Tiltzylinder. Dann fährt dieses komplette Bauteil im Winkel nochmal raus. Das brauchst du jetzt, wenn du tiefe LKWs hast oder einen tiefen Kühler. Dann legst du den Hubarm flach ab und arbeitest dann mit dem Tilt. Weil dann dreht er sich quasi vom Winkel frei. Und wenn du das alles machst, dann kannst du halt schon ziemlich hoch, aber... Das heißt, du kannst aber theoretisch einen LKW auch richtig hochheben, dass die Vorderräder in der Luft sind? Genau. Dafür habe ich dann andere Aufnahmen für den Hubarm und halt spezielle Gabeln. Kann ich dir gleich nochmal zeigen. Heißt zum Beispiel auch, wenn so ein LKW so einen Auffahrunfall hat und komplett platt ist vorne, dann wird er auch mit sowas abgeschleppt? Dann wird er vorne hochgehoben? Dann wird er entweder an der Achse hochgenommen, es sei denn, er ist komplett zerstört, dann haben wir Bergeketten, die bindest du dann um den Rahmen rum. Hast dafür Aufnahme, dann hebst du ihn quasi mit den Ketten frei und ziehst ihn weg. Musst du ihn mit diesem System trotzdem dann die Kardanwelle lösen? Die Kardanwelle musst du immer ausbauen. Okay. Ah, das heißt, du musst vor Ort auch nicht drunter legen, schrauben. Genau. Volles Programm. Also ich sag mal so, auf der Autobahn ist es zu 90% so, dass du die Kardanwelle ausbauen musst, weil du vorne anhebst und wegziehst. Und wenn der jetzt eine Panne hat und auf dem Parkplatz stehst, nimmst du eine hinten hoch, dann lässt die Kardanwelle drin und fährst nur schnell zur Werkstatt. Und genau deswegen ist hier auch so viel Werkzeug drin, ne? Genau, dass du so halt auf alles gewappnet bist. Das war mein Traum, deswegen gucken wir uns das jetzt als nächstes an, was hier nämlich so alles so an Werkzeug drin ist. Also die dezenten. Ich sehe als erstes unten auf jeden Fall schon mal eine dezente Holzboden hier drin. Weil muss ja sein, ne? Das braucht man. Muss ja auch gut aussehen. Das ist so das Markenzeichen von dem Aufbauhersteller, der das macht. Ne? Der macht das mehr als Hobby und mit Leidenschaft. Ja. Und nicht in großer Serie. Ne? Also der macht, glaube ich, 5 bis 6 LKWs im Jahr. Und das merkt man halt, dass er da halt wirklich mit Herzblut bei ist. Ja, das ist nur haufenweise Zurmaterial, Ketten und so weiter. Was ist das hier? Das sind die Stangen für meine Hubbrille. Die liegt hier unten unter. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Reisebus hast, der hat eine Einzelradaufhängung. Und da kannst du nicht mit den Hubgabeln oder mit dem VDZ-System ran, da musst du die Hubbrille nehmen. Die ist quasi wie ein U. Und da steckst du dann die Stange rein und stellst halt das Rad direkt in die Hubbrille. Ah, okay. Aber wenn du die Stange hochhebst, dann weißt du auch, dass du arbeiten musst. Bist du dann alleine immer unterwegs oder dann in so einem Fall zu zweit? Also bei Pannen ist es meistens so, dass ich alleine unterwegs bin. Und bei Unfällen fährt meistens noch ein Werkstattwagen mit, weil da hast du dann nochmal ein bisschen mehr Equipment drauf, hast nochmal eine große Flex und ne, nochmal Montierhebel, Aggregat dabei. Hier ist ganz wichtig, wenn man dann zu Packtreffen fährt, dann braucht man Campingstühle und ein Pavillon. Ja, da müssen auf jeden Fall erstmal ein paar Campingstühle von uns rein, sehe ich hier so auf den ersten Blick sofort. Die aktuell leider nicht lieferbar sind, aber wenn wir sie wieder haben, kriegst du als allererstes welche dafür. Da freue ich mich. Die sind sehr bequem. Habe ich mir öfter schon mal sagen lassen. Ja, krass ist halt hier selbst so Felgen und so, ne? Das ist wirklich alles picobello. Ja, ich denke mal, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, habe ich da auch schon wieder eine Idee für die Felgen. Ich glaube, in Amerika ist ja diese LKW-Szene auch riesig, ne? Da gibt es ja wirklich so Verrückte, die Dinger noch verchromen und so weiter, volles Programm, ne? Also Amerika ist schon, wenn man da so teilweise sich ein bisschen mit befasst, da gibt es ja Autohöfe,
Da fährst du rauf und das ist so groß wie bei dir der Edeka im Dorf, nur mit LKW-Zubehör. Das ist nochmal eine ganz andere Welt. Dann hast du hier nochmal Unterhölzer, wenn du jetzt nämlich an eine Achse gehst, dann musst du ihn einmal ausheben, quasi einen Zwischenhub machen. Dann packst du die unter die Räder, dass du dann mit den Achsaufnahmen auch rankommst. Weil sonst hast du nicht genug Bodenfreiheit. Das heißt, du hast ein Allrad, dann ist das meistens eine schnelle Nummer, dann klappst du runter, nimmst die Allradgabeln hoch und dann eigentlich das Beste, was du machen kannst. Das ist ja auch so eine Sache, gerade wenn du so pannenmäßig unterwegs bist, da musst du ja schon jetzt nicht ein bisschen Ahnung von ein paar Modellen haben, sondern musst ja schon eigentlich alles wissen und alles können, ne? Ja, du musst auf jeden Fall oft improvisieren können. Also du musst um die Ecke denken können, weil es ist, wenn du jetzt einen Auffahrunfall hattest, dann ist da keine Luftversorgung mehr. Da musst du wissen, kannst du jetzt so die Luftleitung zumachen, kriegst du dann Luft drauf oder musst du die Feststellbremse manuell lösen. Weil das, ich sag mal, einen Leitfaden oder sowas für sowas gibt es ja nicht. Das ist ja wirklich jedes Mal anders in dem Fall. Das ist dann, ne? Learning by doing, also ganz oft. Also du kannst nicht sagen, du schickst jemanden irgendwo hin, da gibt es eine Schule für, sondern das ist alles, was mit der Zeit dann kommt, wenn neue Mitarbeiter dazustoßen. Wie ist das bei euch im Betrieb so? Sucht ihr da regelmäßig neue Mitarbeiter? Findet man die heutzutage noch oder wird es da auch schwieriger, Leute für zu finden? Also wir suchen aktuell wieder Mitarbeiter. Es ist schwierig. Die Qualität, die wir haben, die möchten wir natürlich auch halten. Also wir versuchen einen ausgebildeten Nutzfahrzeugmechatroniker im Moment zu finden, der halt sagt, ich habe Bock darauf, auf Pannendienst, auf LKW reparieren, auf der Straße. Und da ist halt immer schwierig, wenn du einen hast, der bei Mercedes in der Werkstatt schraubt. Der hat das ganze Jahr 20 Grad in der Werkstatt. Ja. Warum soll der jetzt sagen, ey, ich habe da jetzt Bock drauf, ich arbeite bei minus 10 Grad auf der Autobahn und wechsle die Reifen. Ne? Ja. Also falls unter euch jemand ist, der liebend gerne bei diesem Herrn arbeiten würde, ist jetzt eure Chance, euch dazu bewerben. Immer gerne. Wie viele Fahrzeuge habt ihr in Summe im Pool? 25. 25? Von klein bis groß. Das ist natürlich auch schon, da könntet ihr ja fast mal so eine Familienausfahrt machen mit 25 wir LKWs. Sind, ne? Wir sind Jäger und Sammler. Wir haben so Trennungsängste. Und das sind jetzt hier an der Wand, sind jetzt die Aufnahmen, die du hast, wenn du jetzt mit den Hubgabeln arbeitest an der Achse. Hast du einmal normale, die hast du eigentlich so, wie sie aussehen. Das ist so das Standard, was eigentlich immer genutzt wird. Und das heißt, was muss man sich darunter vorstellen? Was genau wird da jetzt gemacht? Also wie wird so ein Teil eingesetzt zum Hochheben? Das ist quasi die Aufnahme für die eigentliche Aufnahme. Also das ist quasi die Grundaufnahme mit dem Loch. Wenn wir jetzt eine Tür weitergehen, siehst du das auch. Wo du dann die einzelnen Aufnahmen, die verschiedenen, nehmen kannst. Wenn du jetzt eine breite Achse hast, eine schmale Achse. Ah, okay, da stehen noch die ganzen. Aber das Ganze kommt dann von unten an die Achse dran? Oder wo wird genau, das? Genau, du hast die Achse. Und das ist so hier, wie man sieht, die Standardgabel. Ja, die, also die meisten nehme ich, benutzt wurde. Wenn ich schleppe, eigentlich zu 90% an der Achse. Und das heißt, du hebst wirklich die ganze Achse von unten dann einfach so hoch? Genau. Wie wird das Ganze dann gesichert? Wirklich hier nur mit dem Holz? Oder liegt das einfach nur drauf? Gar nicht vom Holz, sondern wenn du jetzt ein ganz ordentlicher bist, also man sieht. Liegen da genau. Dann kannst du halt auf die Achsbreite einstellen. Ne? Weil du hast dann. Ja. Standardmäßig hast du immer so einen Zentimeter oder zwei Spiel. Ne? Das stört dich beim Fahren nicht, das stört den LKW hinten dran nicht, das passiert der Achse nichts. Ne? Wenn du jetzt natürlich sagst, du möchtest es ganz ordentlich machen, dann machst du den noch rein. Aber dann kannst du es halt haben, wenn du Pech hast, dass er sich verkantet. Ah, okay, also das ist einfach wirklich nur mit Gabel von unten hochheben. Genau. Dann gibt es aber auch noch haufenweise Spezialfälle. Sind die von unten nicht irgendwie verkleidet oder so? Gar nicht. Gar nicht, okay. Also du hast höchstens den Motor verkleidet, aber die Achse sitzt ja immer schön weit unten. Und dann kriegst du das hin. Und zum Sichern hast du dann quasi, wenn er in der Aufnahme drin hängt, einmal die Kette, legst du rüber um die Achse, um dein Hubjoch und dann kannst du einhaken wieder. Und dann kann er dir nicht rausspringen. Ah, okay, also ist schon gesichert. Also ich sag mal, das sind meine optisch schönen Ketten und das sind meine Ketten, die ich immer benutze. Die Vorführer. Na, das ist immer die so. Nutzketten. Lieber Ersatz dabei haben, wie irgendwo zu stehen und dann scheitert es an so einer Kleinigkeit. Ne? Und das ist so eine, so ich sag jetzt mal ähnlich wie bei einem Werkzeugwagen, so eine Standardausrüstung, die in so einem Aufbau immer mit dabei ist? Oder ist das schon so einzeln zusammengesucht, dass du sagst, ich brauche einmal für Volvo, einmal für DAF, für Scania? Also quasi alles oberhalb hier oben ist so der Standard, was dabei ist. Und das ist halt dieses sogenannte VDZ-System für die einzelnen Abschleppösen. Dann hast du jetzt die neuen DAF, die alten DAF, dann hast du verschiedene DAF-Modelle, nochmal unterschiedliche.
Und damit hast du dann halt den Vorteil, du kannst eine Traverse zwischensetzen, wenn die jetzt im Graben sitzen, weil die werden immer weicher, auch die Rahmen vom LKW. Mhm. Und hast dann halt zwei Punkte, wo du gleichmäßig Last drauf geben kannst, wenn du den rausziehst. Mhm. Weil sonst kann es dir passieren, wenn du Pech hast, dass du den Rahmen krumm ziehst. Ah ja, okay, verstehe. Und ich habe einmal 24 Tonnen und eine 16 Tonnen Winde. Ja. Und wenn du die beide anschlägst und da eine richtig Last drauf gibst. Die wuppt richtig an den Ding. Dann machst du mehr kaputt, als was du willst, ne? Aber dein LKW bleibt dann schon an Ort und Stelle einfach stehen, das ist egal. So. Also, ich habe drüben noch große Plastikkeile oder Gummikeile, aber im Großen und Ganzen bleibt er eigentlich stehen. Er hat auf allen Achsen Federspeicherbremse. Mhm. Das ist das Schöne am skandinavischen LKW. Mhm. Das ist der Standard. Mhm. Und im Notfall habe ich hinten auch noch Bergekrallen. Wenn ich jetzt abseits der Straße bin, dann kannst du quasi dich komplett in den Boden eingraben. Ah, okay. Du klappst dann quasi die runter und dann hast du zwei Schaufeln. Mhm. Und wenn die unten im Boden drin sind, dann reißt du den Boden höchstens weg. Okay. Das heißt, dieses fette Monstrum hinten drauf hat schon auch fast die größere Funktion ist wirklich das Bergen immer noch, ne? Also du den LKW immer erstmal irgendwie aus dem Graben rauskriegen musst damit. Genau, da hast du halt den Vorteil, du hast zwei starke Winden, du hast Umlenkpunkte, ja, ne, große Umlenkrollen auch dabei und alles halt mit Funkfernbedienung. Ne? Also du kannst quasi am LKW stehen, kannst genau gucken, was passiert, ist der Tank frei, ist der Kühler frei, machst du irgendwas kaputt und kannst halt mit der Funkfernbedienung arbeiten. Ja, krass. Gibt es sonst noch irgendwas oder sind wir einmal so weit durch? Ich glaube, mein Lieblings. Ja, mit den großen Schlüsseln. Die ganz großen Schlüssel sind ja hier. Ja, das ist doch die Werkzeugabteilung hier. Ja, hier ist einmal so alles drin, was man so braucht, ne? Ja, ist halt einfach eine rollende Werkstatt, ne? Also das ist jetzt so quasi die Standardausrüstung und im Werkstattwagen drin hast du dann halt wirklich nochmal das alles vervielfacht. Falls es mal Ärger gibt. Ich glaube, da war auf jeden Fall jede Menge informatives Zeug dabei. Einfach mal was komplett Neues zeigen. Ich werde mir für die Zukunft auf jeden Fall mal was Witziges überlegen, was wir hiermit noch machen können. Immer gerne. So, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen oder irgendwas habt, einfach in die Kommentare ballern und ja, dann danke, dass ihr Zeit genommen hast und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke.